Ja, auch im Weinkeller hat sich im Winter einiges getan. Wir bereiten derzeit unsere ersten Weißweine zur Füllung vor. Das heißt, zum Beispiel gelbe Muscatella Classic, Sauvignon Blanc Classic werden jetzt verschnitten, dass wir Anfang März die erste Füllung machen können. Des Weiteren haben wir im Winter unsere Rotweine ins Barrique gelegt. Dort werden die Weine jetzt zwischen 6, 12, 18, 24 Monate verbleiben, teilweise sogar länger. Die Weine werden dort das erste Mal bewegt im Barrique, wieder ungefähr heute in einem Jahr. Und wie gesagt, das ist für uns eine sehr spannende Zeit. Für unsere Weine ganz wichtig ist jetzt, dass wir leise und sehr vorsichtig arbeiten. Und dementsprechend hoffen wir, dass euch das Ergebnis schmecken wird. Prost!